Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Und wir sind hier gerade in unserer Megacity. Ich habe ein bisschen weitergebaut. Und zwar habe ich hier überall so schöne Hauptquartiere hingepflastert. Das hier ist ein bisschen groß geworden. Aber die sind alle mittlerweile auf maximaler Ausbaustufe. Das heißt, wir kriegen da auch ordentlich Grundbedürfnisse dazu. Da sind zwischendurch überall mal ein paar so Häuschen. Da oben müsst, ne, da ist gar keins mehr, aber hier ist dann wieder eins. Hier ist zum Beispiel eins, dann ist da eins, dann ist da noch ein Hauptquartier. Kostet uns natürlich eine Menge im Unterhalt, aber wir sparen uns ein paar Gebäude von den öffentlichen. Da habe ich allerdings ein kleines Problem festgestellt, und zwar, mal schauen, ob es funktioniert. Oder müssen wir dazu erstmal aus dem Spiel rausgehen? Das können wir mal schnell machen. Wir gehen mal ganz kurz in den Startbildschirm. Dann gehen wir da mal wieder rein. Und er zeigt es nicht an, aber dann gehen wir mal in einen anderen Sektor. Und dann schauen wir mal. Denn es ist so, dass nach einer Zeit wird dann angezeigt, dass Information fehlt. Aber Information voll erfüllt ist, und sobald man in den Sektor reingeht, ist dieses Symbol für Information weg. Allerdings geht die Bevölkerung ein bisschen nach unten und wird dann wieder erhöht. Also geht dann nach einer Zeit, irgendwann pendelt sich das ein und dann geht das wieder rauf. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Aber es ist auf jeden Fall komisch, weil dann geht es wieder runter, dann geht es wieder rauf. Ganz merkwürdig, und ihr seht schon, wir kaufen gerade wieder ein. Ich habe noch mal ein paar Einwohner dazu. So, jetzt haben wir. Information fehlt. Alles andere fehlt auch. Jetzt gehen wir rein. Und weg ist das Informationsding. Jetzt gehen wir auf ein Haus, und ihr seht schon, die Bevölkerung geht rapide nach unten. Irgendwann stoppt das dann. So bei 2000 stoppt das normal. Dann dauert es ein bisschen und auf einmal geht das dann wieder nach oben. Das Komische ist aber, unsere Gesamtbevölkerung und die Bilanz geht ein bisschen nach unten. Das kann allerdings auch an den Firmenanteilen liegen. Aber ihr seht schon, die Bevölkerung geht nicht wirklich nach unten. Und jetzt stoppt es dann irgendwann. Und dann geht es irgendwann wieder hoch. Das ist ganz komisch. Das ist aber nur, wenn du rausgehst und wieder reingehst so in den Sektor. Wie ich Sie bei Ihrer Vision also, einer Mondkolonie unterstütze, hoffe ich, dass Sie mir dann helfen, meine Vision. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber wir haben mittlerweile relativ viele Einwohner. Und natürlich können wir jetzt wieder nicht aufsteigen lassen, da die Bedürfnisse nicht voll erfüllt sind, angeblich. Aber es ist ja alles da. Weil sonst würde er uns ja hier unten was im Minus anzeigen. Informationen hätten wir sogar 200 im Plus. Also es sollte eigentlich funktionieren. So, dann würde ich sagen, wir schließen mal das hier. Und wir machen mal bei den Sektorenprojekten auf dem Mond weiter. Superkühler. Okay, die müssten wir importieren. Die haben wir natürlich nicht auf Lager. Superkühler, wo sind sie? Arktis normalerweise. Superkühler, einmal von hier nach da. 500 ist ein bisschen zu viel. Brauchen 60. Wir machen mal 76. Die Waren sind unterwegs. Dann sollte das gleich erledigt sein. Transferroute. So, da steht unser Rover. Den nehmen wir mal. Den schicken wir gleich mal dahin. Meine Vorgesetzte ist der Ansicht, dass in der Sache alles gesagt ist. Bitte machen. So. Normalerweise müssten jetzt dann demnächst 76 haben wir schon, das heißt, wir können die Route eigentlich auch schon wieder einfrieren. Oder sie gehen noch ein bisschen nach oben. Jetzt sind wir gerade bei 40. Aber bis der Mars Rover da ist. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten haben wir das eh schon entdeckt. Das Material. Und da sind wir jetzt bei Schritt 3 von 5. Das heißt, das dauert gar nicht mehr so lang. Oh, 40 Magnetit. 39 Magnetit, die nehmen wir doch mal mit.
So, die Grafen werden gerade nicht angezeigt, denn die Grafen, da habe ich mittlerweile relativ wenig, da das Hauptquartier auch Grafen als Baumaterial für die Erweiterungen braucht. Und deshalb hatte ich da einen kleinen Engpass mit Grafen zwischendurch mal. Container nehmen. So. Dann muss ich wieder ein paar Krisensektoren machen, dass das ging. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben, dann Hauptquartiere zu bauen, weil das ja eh dann immer wieder runter geht, aber soweit funktioniert schon gut. Oder wir bauen uns, in einem Sektor gibt es ja vom Trenchcoat diese Grafen, auch drei so Extraktoren, die man bauen kann, wenn man die Mission erfüllt, dass wir die Mission demnächst mal machen, dass wir da die Grafen, das geht zwar relativ langsam über diese Bergwerke und Konverter und so, aber Grafen sind Grafen, denke ich mal. So. Der saugt den Staub ein. Der rächt da irgendwas. Den Bohrer, den haben wir auch hingeschleppt. Wenn wir das jetzt abliefern, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Meine Vorgesetzte ist zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Cassian Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt eine wird. Eine Energiebilanz von 4000. Das es sollte machbar sein. Wir brauchen eigentlich nur Fusionsenergiezellen. Da haben wir 19 Stück. Plus 2000 Energie. Natürlich einen dritten können wir natürlich nicht mehr bauen. Das war fast klar, aber... Was jetzt? Gibst du deiner Dock-Crew? Die Flotte ist doch schon komplett ausgebaut. Was soll ich noch bauen? 720.000. Wir bauen einfach nochmal hier nochmal einen Reaktor hin. 7000 Energie. Sehr schön. Das müssen wir jetzt wieder über eine Viertelstunde halten. Da können wir in den quasi in den nächsten Sektor reingehen. Sauerstoff. Dann können wir... Moment, dann müssen wir erstmal hier... die Route mit den Superkühlern, die löschen wir mal wieder. Erledigt. Diese und Route Sauerstoff ist müssten wir hier eigentlich sogar haben. Das müsste ja da, genau, das müsste das mit dem Flüchtlingszentrum sein. Wir schicken den gleich mal hier hin. Und Roger. Sauerstoff müsste. Genau. Das haben wir alles. 70 Sauerstoff brauchen wir und wir haben 377. Den Sauerstoff brauchen wir sowieso, um bauen zu können. Dauert jetzt noch ein bisschen, bis der da wieder hinfährt. Dann sind wir. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das ist immer noch das erste. Der erste Lagerabschnitt. Oder sind wir. Aber hier steht ja der Rover, denn ich denke mal, dass wir schon hier sind beim zweiten. Schauen wir mal. So, aber wieso haben wir eigentlich schon bionische Erweiterungen? Wir haben doch hier gar keine... Ach doch, da haben wir Häuschen, genau. Wo ist hier doch? Irgendwo haben wir nämlich den Methaneis und den Solardingens. Und eine Sauerstofffabrik müsste, glaube ich, auch noch irgendwo sein. Genau, Sauerstoff. Das war vielleicht gar nicht so schlau, da die Häuser bis hin zu bauen. Luftschleuse offen. Aber naja. So. Du holst gleich mal den Sauerstoff. Container nehmen. So. Dann fahren wir mal hier hin. Da steht sogar einer. Da steht auch einer. Da steht ein Roboter. Da steht noch einer. Der sammelt irgendwie Steine oder Staub oder irgendwas. So. Mal wieder ein bisschen warten. Der ist nicht so der schnellste. Das wäre ganz cool, wenn man hier vielleicht auch so ein wie so ein Shuttle hätte. Wie sowas zum Beispiel. Mit dem man dann dorthin fliegen könnte.
Wieso haben wir hier eigentlich schon einen Transmissionsraumhafen? Den brauchen wir hier überhaupt nicht. Keine Ahnung. So. Hier ist ja dieses Handelszentrum. Von der guten Frau. 400 Arbeitskraft würden wir wieder zukriegen, wenn wir den Abschnitt wieder fertig machen. Und Arbeitskraft, ja gut, wir haben 200, aber wir haben ja hier jetzt noch keine große Produktion dazu gemacht. Sollten wir aber vielleicht mal machen, denn der Regolith-Sammler hat plus 30% Produktionsrate. Müssen wir mal schauen. Immer Hoffnung. Das haben sie uns gezeigt. Gut, dass sie mich kontaktieren. Hier läuft gerade alles schief. Energiebilanz. Über 1000 halten. Okay, das können wir aber machen, denn wenn wir hier schon einen Transmissionsraumhafen haben, dann könnten wir quasi von hier nach da. 82 ist ein bisschen übertrieben. Wir machen mal so. Das kostet ja, glaube ich, auch gar nichts. Normalerweise ist die Energietransferierung umsonst. Genau, kostet 0. Das ist ganz gut so. Dann müssen wir jetzt auch wieder 10 Minuten warten. Dann gehen wir mal hier rein. Schauen mal, wie es mit unserem Hotel. Arbeitskraft brauchen wir da. 500 Arbeitskraft. Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal geschmeidig eine kleine Siedlung bauen. Dann sehe ich wieder mittendrin einen Krater. So, dann brauchen wir... Ich nehme mal den großen Schild. Haben wir noch? Da ist ja kein Bergwerk in der Nähe, dass wir... da ist eins. Nicht, dass wir die irgendwie zubauen. Gut, die Tarnplatten, da müssten wir eventuell welche produzieren. Oder welche holen. Wie es mir geht? Fragen Sie mich lieber, wie ich hier überlebe. Wir bräuchten Sauerstoff. Dann geht das Ganze auch gleich nach oben. Dann brauchen wir hier wieder ein Schild. Dann nehmen wir, glaube ich, auch mal den großen. Zu wenig Arbeiter, aber dafür kriegen wir gleich Sauerstoff dazu. Würden Sie hier leben? Kundenanalysen zeigen unerfüllt. Ein kleiner Schritt für mich. Und Reparaturen, das können wir eigentlich auch bauen. Jetzt bauen wir aber Titanplatten, aber die können wir uns von. Wo holen wir uns die her? Plus 7. Beachten Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Wir holen uns die mal von hier. Genau, dass wir da ein bisschen Plus haben. Neue Transferroute aktiv. Und dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. So, das Reparaturding wollten wir noch bauen. Okay, das können wir nicht bauen, denn dann geht uns wieder der Saft aus. Hey, haben Sie ja, wir brauchen es fast. Wir brauchen es fast, sonst geht uns da... Sonst haut das Ganze nicht hin, denn wir kriegen da eh bloß 10 Einwohner rein. Das heißt, wir müssen... Ich baue einfach mal kurz... Ach, das kostet wieder 18. Das Problem ist, wir brauchen eine Titanmine und den Ionenschweißer dann auch noch. So, 16. Und die zwei werden wir jetzt auch noch irgendwo zusammenkratzen können. Ansonsten müssen wir wieder unseren guten Freund, den Weltmarkt, kontaktieren. So. Jetzt haben wir wieder Energie. Jetzt haben wir... Okay, das kostet 50 Titanplatten. Ich glaube, ich muss da kurz mal was einkaufen. So, nehmen wir das mal. Von hier nach da. Space Shuttle dockt an. So viel brauchen wir nicht. Wir nehmen mal 200. Das ist eine relativ gute Bilanz. Dann soll es auch relativ schnell nach oben gehen. Genau. Neue Transfer- Und so viel Geld kostet das aktiv. Auch nicht... Dass wir da jetzt... So,
Sie haben nicht die ganze Strecke zurückgelegt, nur um mich zu sehen. Genau. Und jetzt müssen wir noch ein paar Einwohner mehr bauen. So, wieder einen Abstand. Einen Abstand. So. Dann machen wir hier Straße. Hier Straße, dann machen wir da quasi so Wohnblocks draus. So, das müsste eigentlich reichen. Luftschleuse offen. Prinzipiell. Der Sauerstoff müsste ja auch sauerstoffreich, das müsste ja alles reichen. Die bionischen Erweiterungen, dann müssten wir aber erst wieder einen Sammler bauen und diese Fabrik dazu. Das ist wohl zwei. Wir halten hier alle zusammen. Wie hoch sind die? Die sind bei drei Einwohner. Okay. Das wird nicht ganz so hinhauen. Deshalb müssen wir jetzt da einfach nochmal. Kommen Sie rein, atmen Sie. So, den verschieben wir gerade mal nochmal. So. Und dann machen wir so den hier. Und machen den hier. Hier dann das gleiche. So. Genau, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier heute mal und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin sollten die anderen beiden Sektoren auch so weit sein, dass wir da weitermachen können. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.